So, wir gucken mal rein in die Nummer mit Massiv, Digga. Wir gucken mal rein in die Nummer mit Massiv. Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Massiv ist einer der korrektesten Menschen aus der Szene, die ich kennengelernt habe. Und ich bin gespannt, wie jetzt Medien versuchen, den Bre schlecht darzustellen. Es gibt eigentlich, also aus meiner Sicht, gar keine andere Angriffsfläche bei dem Bruder. So, wir gehen mal rein. Weil Rapper Massiv zu der Preisverleihung mit einem Palästina-Shirt den Preis entgegennimmt, versuchen ihn die Medien wie die Welt oder Bild zu zerstören. Sie betiteln ihn als Terror-Rapper oder als Israel-Hasser, weil er unter anderem auf die Lage in Palästina aufmerksam machen will. Jeden Tag werden dort Leute erniedrigt, gefoltert und grundlos angegriffen. 8-Meter-Mauern umzingeln sogar die komplette Stadt Gaza und sie gilt als das größte Gefängnis der Welt. Doch wer einer spricht das aus, denn die Medien wollen diese Version der Geschichte nicht. Also Massiv hat ein Palästina-Trikot angehabt, als er den Preis entgegengenommen hat, und das soll jetzt irgendeine Aussage schon haben, oder was? Ich finde auch vor allem das Statement, was Massiv abgegeben hat damals, wo dieser wo das wieder hochgekocht ist, also wo da wieder viel passiert ist, und ich weiß nicht, wann war das, da war ich noch in Mexiko drüben, das ist glaube ich ein Jahr her oder so, wo er dann auch ein Statement abgegeben hat, fand ich eigentlich ein richtig cooles Statement so. Der hat das echt human ausgedrückt und hat und auch die Reaktion hat man, an den Reaktionen hat man gesehen, dass der Bro einfach nur einfach klare, gute Worte gefunden hat, so. Was läuft? Zulassen und greifen jeden an, der Palästina in Schutz nimmt. Durch diese ganze Hetze gegen den Rapper wird er jetzt sogar auf der Straße angegriffen. Denn Unbekannte zerstören seine Geschäfte oder beschädigen sein Auto. Er selber postet Fotos davon, aber lässt sich nicht unterkriegen. Ich habe übrigens überlegt, mit Massiv auf TikTok live zu gehen und die Leute aufzuklären, was wirklich Sache ist. Ich habe extra 100 Mal erwähnt, dass es andere Leute mehr verdient haben als ich. Wir engagieren uns nicht wegen Preise. Wir engagieren uns, weil wir so sind. Wir engagieren uns, weil wir gesund sind, weil wir zwei Hände haben. Wir engagieren uns, weil wir eine geradlinige Denkweise haben. Wir engagieren uns, weil wir ein Herz in uns tragen. Wir engagieren uns, weil wir versuchen, ein Teil von Deutschland zu sein. Wir engagieren uns, weil wir Deutschland was zurückgeben wollen. Wir engagieren uns, um darauf hinzuweisen, dass es negative Dinge auf dieser Welt gibt. Wir engagieren uns für das Recht. Wir engagieren uns für Menschen, denen es schlecht geht. Wir engagieren uns für die Armen. Wir engagieren uns für kranke Menschen. Wir engagieren uns für alle Menschen, die Hilfe benötigen. Oder engagieren uns für Sigrid, zum Beispiel, der netten älteren Dame. Wir engagieren uns für die Kids hier am Block in den Jugendhäusern. Wir engagieren uns für die Kids auf der Schule, dass wir denen Hobbys vorgeben, dass wir mit denen über die Zukunft reden. Wir engagieren uns für die Ukraine. Wir engagieren uns für Kinder, denen eventuell eine Spritze fehlt, dass sie weiter am Leben bleiben. Wir engagieren uns für arme Kinder in Heimen. Wir engagieren uns für verschiedene Projekte. Für jede Art von Brunnenbau auf dieser Welt. Wir engagieren uns für so viele Dinge. Und ja, wir engagieren uns auch, wenn falsche Sachen in Palästina passieren. Oder in Gaza. Wir engagieren uns, wenn etwas Unrechtes passiert auf dieser Welt. Das Gute ist, wir engagieren uns. Und ihr wollt uns das absprechen. Ihr wollt uns als Terrorrapper hinstellen und als dumme Trottel von nebenan. Das ist so traurig, Digga, ich schwör's dir, Alter. Gerade Massiv, Mann, der hat doch schon so oft bewiesen, dass er sich auf so vielen Ebenen einfach für Menschen einsetzt. Und jeder, der ein Herz im Körper drin hat, der spürt auch, dass der Bruder das auch ernst meint und dass er einfach Menschen helfen möchte. Und das ist eine Art von, also es ist ein Teil von seiner Bestimmung, das merkt man einfach. Anderen Menschen helfen so. Und auch korrekt zu sein, gut zu sein, immer versuchen, gerade zu bleiben. Und so Massiv hat das immer bewiesen, in voll vielen verschiedenen Bereichen hat man einfach gesehen, dass der Typ ein guter Mensch ist, Digga. Weißt du, was ich meine? So? Und dass jetzt dann irgendwelche Terrorvorwürfe daraus geballert werden, das ist einfach nur traurig. So. Ich weiß nicht, worauf das basiert. Einer hat im Chat gerade geschrieben, dass das um irgendwelche alten Lines von ihm ging und so, von vor was weiß ich wie vielen Jahren.
Das ist wieder so, das ist so dreckig und so heuchlerisch. Digga, was habt ihr denn für ein Problem? Sagt doch einfach offen und ehrlich, was ihr für ein Problem jetzt mit Massiv oder mit Deutschrap habt, Alter, Digga, so, weißt du so? Fuck, Alter, respektiert und akzeptiert das endlich mal, dass Deutschrap mittlerweile die größte Bewegung eigentlich in Deutschland ist, so. Den größten Einfluss auf die Jugend hat, am meisten bewegt auch fast in diesem Land, so. Das kann man nicht mehr kleinreden, weißt du, was ich meine, so? Das kann man nicht mehr kleinreden. Egal, wie ihr das versucht oder mit welchen Mitteln ihr versucht, das klein zu reden und schlecht zu machen. So. Wir engagieren uns, wenn etwas Unrechtes passiert auf dieser Welt. Das Gute ist, wir engagieren uns. Und ihr wollt uns das absprechen. Ihr wollt uns als Terrorrapper hinstellen und als dumme Trottel von nebenan. Ich bitte euch, bisschen besser recherchieren und kein Unfug verbreiten. Und das Allerschlimmste ist, anstatt auf das zweijährige anti-islamische Attentat aufmerksam zu machen in Hanau, dass es nie in Vergessenheit gerät, um an die wunderschönen Menschen zu gedenken. Und an die Familie zum Beispiel Kurtovic, die mich eingeladen hat, und ihr wunderschönen Sohn Hamza. Anstatt einfach nur an die zu denken und einen schönen Bericht zu verfassen, haben sie genau mich gefunden. Um diese ganze Preisverleihung unter einen Kamm zu scheren. Dafür müsst ihr euch schämen. Und das tut mir leid für die Familie. Denn die Familie hat einiges auf die Beine gestellt die letzten Jahre. Um wirklich daran zu erinnern, dass ihr Sohn etwas Besonderes war. Hanau etwas Anti-Islamisches war, etwas Anti-Menschliches. Es war gegen uns alle. Und dann verfasst ihr dann... fällt euch nichts Besseres ein, als solch einen dummen Artikel zu verfassen und solch einen Unfug zu verbreiten. Das ist der Sache nicht gerecht und das hat die Familie nicht verdient, das hat kein Mensch verdient. Wir sollten wirklich... Ich küsse dein Herz, Bruder, 100% hinter Massiv an der Stelle, meine lieben Freunde. Ich kann, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe es eben gesagt, Bruder, alles, was Massiv, also wenn man Massiv verfolgt hat, Bruder, da kannst du, du kannst einfach nicht, du kannst den Bre nicht schlecht reden, Alter, weißt du, was ich meine, so? So, was ist da jetzt, was war da? Welt, Massiv. Oha, Digga, allein die Überschrift, Bro. Und plötzlich steht die Innenministerin neben dem Terrorrapper, Digga. Bruder, wie kann ich denn den Bericht hier lesen? Ah, hier. Nein, den kann man natürlich nicht ganz lesen, wenn man nicht abonniert hat. Ich küsse dein Herz zu Ehren der Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau. Wurde in dieser Woche zum ersten Mal ein Preis vergeben. Ausgezeichnet wurde ein Rapper, der selbst für Hasstiraden bekannt ist. Vor Ort kommt es offenbar niemand komisch vor. Bruder, ihr seid doch... Ich will es nicht aussprechen. Da geht es um so ein Thema und... Bro, Alter, da fällt einem echt nichts mehr ein, ne? Ich schwör's dir, da fällt einem echt nichts mehr ein, ey. Das kannst du dir echt nicht ausdenken, ohne Scheiß, Alter. Digga, das ist doch heftig, Mann, Alter. Schreibt er, ey. Nach diesem Weltbericht wurde gestern bei seinem Shop Mo Scheibe eingeschlagen und von seinem Fahrzeug Mercedes-Stern geklaut. Das ist jetzt das, was die ja damit erreicht haben, so. Ein Mensch, der aus dem Deutschrap-Bereich kommt, einer von wenigen, der wirklich real ist auch aus dem Bereich, sag ich dir ganz ehrlich so, macht was Gutes, großteils, also setzt sich immer wieder für gute Dinge in der Öffentlichkeit ein, setzt immer wieder Zeichen, zeigt immer wieder sein Herz und seine Menschlichkeit so. Und dann gibt's eine Veranstaltung, wo es darum geht, dass es einen Amoklauf gab, der Hintergründe hatte, anti-islamische Hintergründe hatte so. Der Bruder hat sich auch dafür eingesetzt, kriegt dann einen Preis dafür und dann schreibt die Welt, das ist ein Terrorrapper, Digga. Was soll die Scheiße? Digga, ich schwör's dir, Mann, Alter. Diese Medien, oh, wenn ich das. Ich scheiß auf Medien und alles, was sie predigen. Jeder mit einer freien Meinung ist ein Alien. Das war so gemeint, Bruder, und das ist auch so. Ich scheiß auf die alle. Ich schwör's dir. Ey, was die mit Menschen machen teilweise, das ist einfach nur noch peinlich und lächerlich. Und da sollten wir alle was gegen sagen und tun. Jeder mit seiner Art und Weise, weißt du, wie ich meine so? Naja, um mir eine Meinung zu bilden, muss ich erst wissen, was er so verbreitet. Bruder,
Ich kann dir, Bro, Massiv ist ein korrekter Dude, der niemandem was Schlechtes will. Jeder, der den Typen mal kennengelernt hat, der weiß das. Der Bruder ist ein richtig korrekter Mensch, weißt du, was ich meine, so? Der immer versucht, das Richtige zu machen, so. Egal in welcher Hinsicht. Der hat angefangen, irgendwann keine Schimpfwörter mehr in seinen Songs zu sagen, weil er die Jugendlichen nicht negativ prägen will, so. Will seine Tattoos wegmachen lassen, das ist sein persönliches Ding, wahrscheinlich auch wegen Islam und so. Also es ist einer, der versucht, immer irgendwie korrekt zu sein, eine Entwicklung zu machen und nicht einfach nur so ein dummer Typ zu sein, der irgendwelche negativen und teuflischen Sachen promotet. Weißt du, was ich meine, so? Du siehst bei ihm keinen Alkohol, du siehst bei ihm keine Drogen, du siehst bei ihm keine Bitches am Twerken, du siehst bei ihm keine, weißt du, was ich meine, so? Ich sag nichts gegen die Sachen bei anderen, aber daran merkst du einfach, was für ein Typ der ist, weißt du, so? Und das kann man sehen. Und das kann man auch im Nachhinein verfolgen und das kann auch eine Bild-Zeitung recherchieren, weißt du, was ich meine, so? Die Entwicklung, die er durchgemacht hat, wie er sich als Mensch verändert hat und so. Und dann irgendwelche Lines von damals zu nehmen, ich kenne die Lines nicht, aber alleine der Fakt, dass es von damals ist, so, das ist doch schon scheiße so, weil dann wird irgendwas von damals so hingestellt, als ob es noch das aktuelle Mindstate ist. Weißt du, was ich meine so? Es ist aber nicht mehr das aktuelle Mindstate. Der Bruder hat sich geändert und verändert. In die gute Richtung. Das ist meine Meinung zu dem ganzen Thema. Und ich hoffe, dass die Leute das einfach auch irgendwie, weil das Problem bei der ganzen Sache ist ja jetzt nicht die Szene. Wir in der Szene wissen ganz genau, was das für ein Bruder ist. So. Egal welchen Talk, egal was du dir mal reingezogen hast, egal wer über den redet, keiner sagt irgendwelche schlechten Sachen. Das hat auch seine Gründe so. Weißt du, was ich meine? Aber der Mainstream-Bereich, da ist er jetzt der Terror-Rapper, der Antisemit und so. Und wie kriegt man das auch wieder gerade? Das ist schwer, auch aus der Szene heraus. Weißt du, was ich meine so? Das ist einfach nur traurig. So einen Stempel kriegt man auch so schnell nicht mehr weg. Das ist einfach unnötig und nicht angebracht. Gerade nicht bei dem Thema. Schade, echt schade. Also damit hätte ich auch echt nicht gerechnet, dass die wirklich versuchen, massiv, Digga, jeden, so, weißt du, was ich meine? Aber den Bruder so, boah, das ist schon, trifft mich echt auch ein bisschen im Herzen so. Ich schwöre dir. Massiv ist ein geiler Mensch, Bruder. Ich schwöre, das ist einfach Fakt.